Möchtest du wissen, wie du dich bei Elster Online registrieren kannst und welche Optionen für dich eigentlich die richtigen sind? Wenn ja, dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn wir gehen diesen Prozess mal Schritt für Schritt gemeinsam durch. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und meiner Meinung nach sollte jeder Selbstständige Zugang zu Elster Online haben. Wie das genau funktioniert, sich zu registrieren, das schauen wir uns am besten einfach gemeinsam an. Um sich bei Elster Online zu registrieren, ist der erste Schritt erstmal, wir gehen auf elster.de. Kannst du natürlich einfach eingeben, du findest den Link aber auch unten in der Videobeschreibung. Und dann landen wir natürlich erstmal auf der Startseite. Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, dass wir hier oben rechts einmal auf Benutzerkonto erstellen klicken. Dann kommen wir nämlich zum Registrierungsprozess. Und da gibt es auch schon eine kurze Einleitung, wie das Ganze funktioniert. Die ist ehrlicherweise ein bisschen kompakt, deswegen drehe ich das Video, damit du dann auch genau weißt, wie das denn eigentlich abläuft. Für die Authentifizierung, also wie kannst du dich eigentlich einloggen in Zukunft bei Elster Online? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wichtig hier ist, Sicherheit wird bei Elster wirklich groß geschrieben und das hat einen guten Grund. Das ist wirklich das Portal, mit dem du bei dem Finanzamt Dinge einreichen kannst. Und wenn jemand anderes sich in deinen Account einloggen kann und irgendwelche Steuererklärungen abgibt oder zum Beispiel mal eben erklärt, dass du 1 Million letztes Jahr verdient hast und dann steht das Finanzamt vor der Tür und möchtest gerne 400.000 Euro Steuern haben, dann hast du ein großes Problem. Und man kann auch eine ganze Menge Unsinn treiben, damit das ausgeschlossen ist. Wird hier wirklich Sicherheit groß geschrieben und du musst dich immer noch mal zusätzlich authentifizieren, dass du wirklich du bist. Meine Empfehlung und auch übrigens die Empfehlung vom Finanzamt ist die sogenannte Zertifikatsdatei. Das ist eine kleine Datei, die kannst du runterladen, nachdem du dich registriert hast. Die kannst du auf der Festplatte speichern, auf dem USB-Stick speichern, wie auch immer. Und du kannst dafür sorgen, dass nur du die hast und du kannst dich in Zukunft dann bei Elster Online nur registrieren, wenn du die Zertifikatsdatei hast und dein Passwort. Das macht es natürlich deutlich sicherer als einfach nur eine E-Mail-Adresse und das Passwort. Hier ist grob schon mal erklärt, wie das funktioniert. Wir wollen uns aber einmal auch die anderen Möglichkeiten anschauen. Hier siehst du zum Beispiel schon mal, Zertifikatsdatei ist das empfohlene Medium. Es ist keine zusätzliche Hardware oder Software notwendig, ist kostenlos, funktioniert auch relativ gut. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, weil auch ich nutze die Zertifikatsdatei. Du kannst das Ganze aber auch zum Beispiel mit dem Personalausweis machen. Wenn dein Personalausweis diese Online-Funktion hat, dann kannst du dich grundsätzlich auch mit deinem Personalausweis authentifizieren und dann bei Elster Online einloggen. Dafür brauchst du aber diese Funktion in dem Personalausweis. Und du brauchst zusätzlich noch irgendein Gerät, was diesen Ausweis auch lesen kann. Das kann zum Beispiel die Ausweis-App 2 sein und das funktioniert über ein Smartphone oder aber ein Kartenlesegerät. Das heißt, da ist auf jeden Fall nochmal zusätzliche Software oder zusätzliche Hardware notwendig, die unter Umständen halt Geld kostet. Geht diese Funktion? Ist bequem, wenn sie denn mal eingerichtet ist, ist aber ein bisschen aufwendiger und deswegen nicht meine Empfehlung. Und dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, die sind aufwendiger, also da brauchst du auf jeden Fall zusätzliche Hardware. Das ist aber gerade dann, wenn zum Beispiel mehrere Leute auch zugreifen. Zum Beispiel, wenn du ein Unternehmen hast und mehrere Leute in der Buchhaltung sitzen, dann ergibt das Sinn, dass man da zum Beispiel eine andere Lösung hat als deinen persönlichen Ausweis. Und da gibt es zum Beispiel den Sicherheitsstick. Das heißt, da kannst du so einen Sicherheitsstick kaufen, ist auch ein Link zum Online-Shop, der kostet das und dann brauchst du nochmal eine Software, die Elster Authentificator und damit gemeinsam kannst du dich dann auch online bei Elster Online einloggen. Aber wie gesagt, ist aufwendiger, ist für so einen Solo-Selbstständigen meist nicht notwendig. Die Kosten ehrlicherweise für die Anschaffung halten sich in Grenzen mit 49,11 €, aber es ist einfach aufwendiger. Und dann, das ist auch noch was wir nutzen, auch in der Steuerberatung, ist die Signaturkarte. Man kann so eine Signaturkarte bestellen und dann hat man zum Beispiel noch eine Steuerkontoabfrage. Das heißt, man kann sehen, wie viel Vorauszahlung man geleistet hat für die Umsatzsteuer und solche Sachen. Ist ehrlicherweise eher so eine Lösung für einen Steuerberater, steht auch da. Signaturkarte ist insbesondere dann interessant, wenn du zum Beispiel Steuerberater bist. Deswegen Conte Steuerberatung kann ich mal so sagen, wir haben auf jeden Fall eine Signaturkarte. Ich persönlich nutze die Zertifikatsdatei. Und wenn das auch für dich interessant ist, dann klickst du hier auf Auswählen. Wenn wir hier jetzt auf Auswählen geklickt haben, dann hast du zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal kannst du dich für dich registrieren, also für dich und deinen Partner, das heißt, ihr gehört quasi zusammen, oder für eine Organisation. Das heißt, wenn du es jetzt für eine GmbH machst oder einen Verein oder du Arbeitgeber bist und so weiter, dann klickst du hier an, du möchtest es für eine Organisation registrieren. Wichtig deswegen, weil wenn du eine Kapitalgesellschaft hast,
hast, hast du ja quasi eine eigene juristische Persönlichkeit. Das heißt, du bist nicht du. Also du bist nicht du, wenn du eine GmbH hast. Das heißt, dann registrierst du ja jemand anderen. Du registrierst die GmbH. Wenn du aber solo selbstständig bist, dann klickst du auf für mich. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn du eine Photovoltaikanlage haben solltest. Auch dann musst du dich als dich registrieren, weil du die ja natürlich auch steuerlich richtig behandeln musst. Und dann klickst du auf Weiter. Und im nächsten Screen kannst du dir überlegen, wie genau du dich identifizieren möchtest. Das Einfachste ist zugegebenermaßen mit deiner persönlichen Steueridentifikationsnummer. Die steuerliche Identifikationsnummer ist die Nummer, also diese einmalige Steuernummer, die man irgendwann ganz früher irgendwann mal bekommen hat. Heutzutage wird sie auch direkt zur Geburt verschickt. Ich bin letztes Jahr Vater geworden und es hat keine 6 Wochen gedauert, bis meine Tochter eine Steueridentifikationsnummer vom Bundeszentralamt für Steuern bekommen hat. Die sollte wirklich jeder von euch haben. Wenn ihr irgendwann mal in Deutschland eingewandert seid, dann solltet ihr das da, nachdem ihr in Deutschland registriert worden seid, solltet ihr auch da die Steueridentifikationsnummer bekommen haben. Wenn du dir unsicher bist, was die Steuernummer ist, Steueridentifikationsnummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer, ich habe dazu mal schon mal ein Video aufgenommen, wo ich genau das erkläre, was sind die Unterschiede und wo findest du sie und so weiter. Das Video verlinke ich dir oben rechts einmal. Nutz hier auf jeden Fall die Steueridentifikationsnummer. Wenn du deinen Ehepartner mitregistrieren möchtest, brauchst du natürlich auch die Steueridentifikationsnummer von deinem Ehepartner. Eine einzige Ausnahme gilt, wenn du gerade gründest. Das heißt, wenn du dich gerade selbstständig machst und es eilig hast, irgendwie eine Steuernummer zu bekommen, um die erste Rechnung zu schreiben, dann kannst du dich auch mit der E-Mail-Adresse identifizieren. Du hast dann allerdings nicht alle Möglichkeiten, wie wenn du dich richtig mit der Steueridentifikationsnummer registrierst. Deswegen würde ich dir immer empfehlen, nimm die Steueridentifikationsnummer. Und im nächsten Schritt siehst du dann ehrlicherweise schon, was jetzt so der Ablauf ist. Und zwar auf der linken Seite siehst du so den Fortschrittsbalken, würde ich mal sagen. Erst gibst du deine Daten ein, also deine E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, deine Steueridentifikationsnummer, deinen Benutzernamen, mit dem du dich anmelden möchtest, die Sicherheitsfrage, deine Antwort und so weiter. Und du musst einmal bestätigen, dass dir Post zugeschickt werden darf. Da kommen wir nämlich noch gleich dazu. Und dann gibt es im nächsten Schritt die Möglichkeit, quasi die Vorausfüllung der Einkommensteuererklärung zu beantragen. Das ist dafür interessant, weil das Finanzamt ja schon unglaublich viele Informationen über dich hat. Also wenn du angestellt bist und Krankenversicherungen und so weiter, dann sind diese Informationen ja schon beim Finanzamt. Und das kann dir erheblich viel Zeit sparen, dass du nicht die Belege sammeln musst, sondern die einfach über Elster Online schon abrufen kannst. Die Informationen, die beispielsweise die Krankenkasse an das Finanzamt schon über dich gesendet hat, die kannst du einfach abrufen. Dann musst du die Belege von der Krankenkasse nicht mehr sammeln, sondern bekommst hier die Daten direkt vom Finanzamt. Von daher gibt es da die Möglichkeit, diese Daten vom Finanzamt zu bekommen und dann ist die Steuererklärung quasi schon vorausgefüllt, zumindest die Bereiche, die das Finanzamt kennt. Und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das spart eine ganze Menge Arbeit und noch einiges hin und her zwischen Finanzamt und dir. Dann schickst du diese ganze Registrierung ab. Du musst noch einmal deine E-Mail-Adresse bestätigen und dann heißt es eigentlich erstmal warten. Was relativ schnell kommt, ist die Aktivierungs-ID. Die bekommst du nämlich per E-Mail, also die E-Mail-Adresse, die du hier angegeben hast. Was aber ein paar Tage dauert, ist der Aktivierungscode per Post. Du kriegst tatsächlich einen Brief nach Hause mit einem Code. Und das ist auch relativ wichtig. Und hier auch noch ein wichtiger Hinweis. Verwende hier bitte die Adresse, die auch beim Einwohnermeldeamt für dich hinterlegt ist. Ich hatte erst vor kurzem einen Fall, dass jemand, der gerade umgezogen war, sich selbstständig gemacht hat, hier jetzt seine neue Adresse eingetragen hat und dann ist einfach nichts gekommen, weil das Finanzamt prüft, ob du tatsächlich an der Adresse wohnst und schickt das dann nur raus. Nur dann ist es möglich zu registrieren. Und diese Sicherheitsmaßnahmen, die sind ja in deinem Wohl. Sonst könnte ich mich ja auch für dich registrieren und einfach den Aktivierungscode zu mir nach Hause schicken lassen. Geht nicht. Ist auch gut so, dass es nicht funktioniert. Wenn dann der Code kommt und du die ID hast, dann gibst du die ein. In der E-Mail steht dann alles, was du brauchst. Du gibst die Aktivierungsdaten ein und dann erzeugt sich diese Zertifikatsdatei. Diese Zertifikatsdatei, die wird dann erstellt, speziell für dich. Die gilt dann auch nur für dich und deinen Login und die kannst du dann runterladen und die solltest du möglichst sicher abspeichern. Festplatte, externe Festplatte, USB-Stick und so weiter, wo auch immer es möglichst sicher ist. Nur damit kannst du dich in Zukunft dann einloggen. Im nächsten Schritt kannst du dich dann tatsächlich einloggen und in Zukunft alle Funktionen nutzen. Wenn du nicht genau weißt, welche Funktion Elster Online hat, auch dazu habe ich mal ein Übersichtsvideo erstellt. Das verlinke ich dir auch oben rechts einmal. Und du findest auch in der Videobeschreibung noch eine ganze Reihe an Videos zu Elster Online. Das heißt, was kann man damit eigentlich machen und wie funktioniert das alles und so weiter. Da gibt es folgende Videos zu. Ich hoffe, dieses Video hat dir dabei geholfen, dich erfolgreich bei Elster Online zu registrieren. Wenn du dich gerade selbstständig machst und denkst, ich hätte gerne einen Steuerberater, der sich eigentlich um alles kümmert und den ich immer fragen kann, mit Elster Online will ich gar nicht so viel zu tun haben, dann muss ich dir sagen, habe ich einen guten Tipp für dich, und zwar uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Selbstständige und Freiberufler und freuen uns über jeden neuen Mandanten.
Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach mal hier, deswegen schau gerne vorbei. Schau aber auch unbedingt unserer Online-Community vorbei, gerne auch alle Fragen zu Elster Online darstellen. Wie du dich anmelden kannst, erfährst du in diesem Video oder schau dir unsere weiteren Videos zu Elster Online an, zum Beispiel das hier.